Mein Name ist Franz Eder, ich bin mittlerweile seit 10 Jahren am Institut für Politikwissenschaft und ich bin im Forschungsbereich internationale Politik und Sicherheitspolitik tätig. Ich habe 3 Forschungsbereiche. Der erste Forschungsbereich ist US-Außen- und Sicherheitspolitik. Ich beschäftige mich hier vor allem mit der Frage, wie die Vereinigten Staaten vor allem im 21. Jahrhundert mit ihrer Rolle als letzte verbliebene Supermacht umgehen. Der zweite Forschungsbereich und eng zusammenhängend damit ist die Frage, wie Akteure in den internationalen Beziehungen Entscheidungen treffen. Das heißt, wer sind denn überhaupt Akteure? Sind es Menschen, sind es Gruppen, sind es Bürokratien, Organisationen? Und der dritte Forschungsbereich ist ein Forschungsbereich, der alle diese beiden Forschungsbereiche auch zusammenfasst, ist die Terrorismusforschung. Nämlich die Frage, warum es zur Radikalisierung, vor allem auch in Europa, kommt und was Staaten dagegen tun können, gegen diese Radikalisierung vorzugehen. Vor allem auch die Frage, ob Staaten mit ihren Reaktionen auf diese Radikalisierung vielleicht das Problem noch verschärfen und was es für uns als liberale Demokratie bedeutet, wenn Staaten beginnen, Bürgerrechte einzuschränken. In der Lehre versuche ich vor allem, meine Forschung direkt einfließen zu lassen und die Studierenden zu animieren, wirklich projektbasiert zu arbeiten. Das heißt, sie sollen lernen, mit Methoden und Theorien umzugehen und diese Methoden und Theorien wirklich anhand von Projekten bei der Erhebung von Daten, bei der Auswertung von Daten einzusetzen. Das heißt, ich möchte den Studierenden einen wirklichen Einblick in die Forschung geben und ihnen am Ende einer Lehrveranstaltung auch das Gefühl geben, etwas geschaffen zu haben, etwas erreicht zu haben. Ich lehre vor allem in 2 Bereichen. Es ist einerseits der Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens. Da geht es vor allem darum, den Studierenden zu vermitteln, was ist denn überhaupt ein politikwissenschaftliches Problem, wie finde ich eine politikwissenschaftliche Fragestellung und wie beantworte ich sie. Das sind jetzt nicht nur technische Fragen, Fragen des Zitierens, Fragen des Recherchierens, sondern wirklich auch, wie schreibe ich, wie strukturiere ich einen Text. Der zweite Teil meiner Lehre ist eben im Bereich internationale Politik. Ich mache hier die Einführung im Pro-Seminar, zeige den Studierenden zunächst an klassischen Texten der internationalen Politik, was es bedeutet, internationale Politik zu studieren und mache dann in der Vertiefungsphase vor allem jene projektbezogenen Seminare, wo die Studierenden ins Feld rausgehen und eben versuchen, durch das Erheben von Daten, durch das Auswerten von Daten, politikwissenschaftliche Fragestellungen zu beantworten und hier vor allem im Bereich der internationalen Sicherheitspolitik und der Terrorismus. Für die Medien bin ich vor allem für den Bereich Terrorismus, Radikalisierung und staatlichen Gegenmaßnahmen zuständig. Oder ich bin hier bereit, Auskunft zu geben, auch Vorträge zu geben, beziehungsweise ganz generell, was US-Außen- und Sicherheitspolitik angeht, die Frage, von was fühlen sich die USA bedroht und wie gehen sie gegen diese Bedrohungen vor.